Hallöchen, ihr Lieben. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr diese ultra süßen Goodie-Boxen herstellen könnt. Die sind total schnell gemacht und total simpel dekoriert. Und ich zeige euch jetzt, wie das geht. In diese Boxen passt wirklich viel rein. Die Boxen sind 9 cm breit, 18 cm hoch und 4 cm tief. Das kann man natürlich auch noch anpassen, so wie man das gerne selber haben möchte. Ich brauchte genau diese Größe, weil ich zeige euch mal kurz, was da alles reinkommt. Und zwar habe ich hier diese 3D-Kits vom Action, die da reinpassen. Und ihr seht, das ist so von der Passform her perfekt. Dann habe ich hier solche Tattoos, die mit rein sollen. Dann ein Lolli. Ein Kaugummi, noch eine Kleinigkeit, so ein Radiergummi und ein paar Süßigkeiten vielleicht noch mit dazu. Und damit das alles wirklich Platz findet, habe ich mir diese Größe ausgemessen und ich zeige euch jetzt, wie wir diese Box herstellen. Als erstes benötige ich einen Cardstock mit den Grundmaßen von 24 auf 27 cm. Dafür braucht man natürlich ein Blatt, was etwas größer ist als DIN A4. Es gibt ja diese, ich weiß nicht, ist das DIN A2 Größen? Auf jeden Fall diese etwas größeren Cardstock-Blöcke, die es auch beim Action gibt oder immer wieder bei Lidl und Aldi für 1,99, glaube ich. Und da ist die Länge perfekt, weil es sind genau 24 cm. Und das habe ich mir dann auf 27 cm gekürzt. Und das Ganze falze ich jetzt auf der langen Seite, also auf der 27 cm Seite, einmal bei 9 cm, dann bei 13, bei 22 und dann bei 26. Na. Und auf der kurzen Seite falze ich bei 3 cm. Bei 21 und bei 23. So, dann kann das Falzbrett auch schon auf die Seite gelegt werden. Und ich fange jetzt an, das Ganze zuzuschneiden oder auch nochmal separat zu falzen. Damit das ein bisschen ansehnlicher wird, werde ich das wahrscheinlich mit Bleistift kurz anzeichnen. Jetzt suche ich mir einen Bleistift. Meiner ist verschwunden. Kugelschreiber tut's auch. So. Und zwar hoffe ich, dass man das jetzt gut erkennen kann. Wir haben ja hier diese kleinen Kästchen, einmal hier und einmal hier. Und da möchte ich jeweils falzen. Und zwar einmal quer jeweils und einmal hoch. Das heißt, in diesem kleinen Bereich ermittle ich mir die Mitte. Und von den beiden Punkten fahre ich jeweils bis zur Mitte hin. Das kann man mit einem Lineal machen oder man kann es auch freihand machen. Ich nehme jetzt hier so ein Dotting-Tool und fahre das nach. Mir reicht das aus, wenn das Pi mal Daumen ist. Das sind so kurze Linien, das kann man relativ easy nachfahren. Ich habe eine weiche Unterlage hier. Bei mir brauche ich nicht noch eine separate Unterlage drunter legen. Ansonsten kann man einfach Moosgummi drunter legen oder was man gerade an weicher Unterlage hat, um das Ganze einmal falzen zu können. Und dann sieht man hier nämlich auch schon, dass das wirklich gut durchgefalzt ist. Und ich hoffe, man kann das gut erkennen. So, dann wird hier unten an der unteren Seite noch etwas getrimmt. Dazu nehme ich mir eine Schere und schneide immer links und rechts von der jeweiligen Falzung einmal rein. Auf der einen Seite, wo hier diese 1 cm Klebelasche ist, schneide ich ein Stückchen ab, sodass man hinterher die Klebelasche nicht mehr so sieht, wenn das alles zusammengeklebt wird. Und auch hier immer links und rechts ein bisschen schräg einschneiden. Ich habe mir das immer angewöhnt, schräg zu machen, weil wenn ich das Ganze hinterher zusammenklebe, sehe ich halt keine Laschen irgendwo vorblitzen und mir gefällt das Gesamtergebnis etwas besser.
So, auch hier. Und hier oben an der entgegengesetzten Seite, auch nein, auf dieser Seite, wo die 1 cm Klebelasche ist, trimme ich mir das Ganze auch ein ganz kleines Stückchen ab. So, das war alles, was geschnitten werden muss. Und jetzt falze ich mir jede Falzlinie nach. Das kann man mit Falzbein machen. Ich mache das allerdings so, das reicht mir aus. So. Auch hier oben falze ich mir einmal nach und dann falze ich mir noch kurz die Ecken nach, die ich eben mit dem Dotting-Tool gezogen habe. Ich werde das Ganze aber entgegengesetzt nochmal falzen, weil ich es jetzt andersrum zusammenkleben möchte. Dadurch, dass ich nämlich mit Kugelschreiber darauf rumgemalt habe, ist es mir lieber, das so rum zu falzen, dass ich das hinterher nicht mehr sehe. Dann klebe ich die Box zusammen und zwar falte ich mir dafür immer etwas mehr als nur die Klebelasche um, weil es dann einfacher ist, das Ganze zusammenzubringen. Und klappe dann die gegenüberliegende Seite um. Der Kleber zieht immer wirklich sehr schnell an. Dann klebe ich den Boden. Dazu falte ich mir die beiden kurzen Klebelaschen in die Mitte, bringe etwas Kleber auf, klebe das zu, halte es mir noch kurz fest und bringe auch hier etwas Kleber auf. Allerdings nicht bis ganz raus, weil die Klebelasche ist dicht so lang und ich möchte nicht, dass der Kleber hinterher raus quillt. Und das Ganze stelle ich mir jetzt hin, richte das auch noch mal ein bisschen aus, dass das wirklich gerade zusammenklebt und dann nehme ich mir hier ein Lineal, man kann auch ein Edding nehmen oder was man gerade da hat und dann drücke ich den Boden fest an, weil ich da mit der Hand nicht reinkomme und dann ist die Box eigentlich auch schon fertig, weil sie kann jetzt hier oben zusammengeklappt werden. So, und dann hält sie auch schon zu. So schnell geht das. Dann nehme ich mir hier wieder so eine Klemme, schließe die Box und dann kann die Box dekoriert werden. So schnell steht das Grundgerüst. Ich habe mir jetzt überlegt, dass die Deko auch möglichst einfach und möglichst schnell gestaltet werden soll, weil ich ja mehrere von diesen Goodie-Boxen bastel und mir ein bisschen die Zeit davon gelaufen ist in den letzten Tagen. Dadurch, dass halt schon der Geburtstag war und viele Dinge zu tun waren, hatte ich nicht so viel Zeit und deswegen habe ich mich für eine sehr schnelle Dekoration entschieden. Dieses Dekostück ist 8,5 x 17,5 cm, also das Designerpapier. Und ich habe wieder einen Block von Craft Consortium genommen, diese Inkdrop Blöcke. So, das Ganze habe ich mir mit Edding einmal umrandet, so dass das Ganze ein bisschen mehr Dimension hat. Und ich habe mir jetzt einfach ausgesucht, dass ich von Doodlebug, von diesen Odds and Ends, diese So Much Pun Kollektion raussuche. Ich habe mir dann hier dieses kleine süße Lama oder Alpaka rausgesucht, was hier hinkommen wird. Und ich möchte natürlich noch einen Spruch anbringen. Und zwar dieser Schön, dass du da bist Spruch, den ich mir mit meinem Dymo-Gerät kurz geprägt habe. Das ist dieses Gerät hier. Da gibt es ja gerade beim Action auch eine günstigere Variante, wobei die immer für 10 Euro bei Aldi und so weiter erhältlich ist. Oder auch online gibt es die für 10 Euro. Damit habe ich mir dann hier diesen Spruch geprägt und den schneide ich mir jetzt einmal noch kurz zurecht. Und zwar muss der ja hinpassen und der ganze Spruch an sich passt natürlich nicht drauf. Und ich habe mir jetzt ausgemessen, dass ich nach dem Wort das einmal durchschneide. Hinten und vorne kürze ich mir auch noch mal kurz das Band zurecht. Und dann habe ich mir noch überlegt, dass ich die Ecken abrunde. Und das mache ich einfach hier mit diesem Eckenabrunder, mit der kleinsten Größe. Und so kann ich quasi dieses Eckige in dieses Runde verwandeln und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das mache ich mit beiden Streifen. Und dann kann ich das Ganze nur noch fertig dekorieren. So, hoppala, da habe ich gesehen, das hat es nicht ganz durchgeprägt. Jawohl, so.
Jetzt wird die Folie abgefrickelt und das ist immer sehr schwierig. Ich suche gerade schon meine Pinzette. Da ist sie. Weil mit der Pinzette geht das für mich immer etwas einfacher. Den untersten Spruch klebe ich mir mittig auf und ich dekoriere auch alle Boxen gleich, damit ich mich jetzt nicht jedes Mal neue Gedanken drüber machen muss, wie ich das Ganze dekoriere. Wie gesagt, ich mache davon mehrere Boxen und ja, möchte da auch nicht so viel rumfuddeln. So schön, dass du da bist. Darauf kommt dann das kleine süße Alpaka. Das möchte ich mir mit Formtape aufkleben, damit das einfach so ein bisschen erhaben ist. Das klebe ich mir jetzt einfach hier drauf. Hat sogar fast perfekt gepasst. Ich mag das nicht, wenn es übersteht. Deswegen schneide ich mir das Überstehende ein bisschen ab. Und das reicht mir auch schon vom Formtape, von der Menge. So. Und das Ganze klebe ich jetzt auf. Ich finde, farblich passt das alles ganz gut. Was ich dann jetzt noch mache, weil mir das einfach gut gefällt, ich nehme hier noch so einen Gelmarker und setze mir noch so ein paar Highlighter in das Lama rein. Ja, dadurch, dass der Hintergrund weiß ist, brauche ich da jetzt gar nicht drauf anfangen zu malen. Aber man sieht auch hier, dass ich mir hier beispielsweise auch diese ganzen Lichtpunkte noch gesetzt habe. Das finde ich, macht die ganze Sache ein bisschen frischer. Die Augen kriegen immer noch einen Punkt. Das macht nämlich auch noch einen Riesenunterschied, wenn ihr euch jetzt mal dieses kleine süße Faultier hier anguckt, ohne die Punkte im Auge. Ich finde, das macht schon einen Riesenunterschied. Und dann setze ich mir einfach noch ein paar Dekopunkte hier drauf auf die Packung. In unterschiedlichen Größen und da, wo mir gerade der Sinn steht. Der Hintergrund ist ja sowieso schon ein bisschen aufgepeppt und ja, da finde ich, passt es noch ganz gut dazu. Einfach anstatt Nuvo Drops und anstatt Enamel Dots einfach so ein paar Punkte mit diesem Gelpen noch aufzubringen. Und dann bin ich auch schon fertig mit dieser Verpackung. Das war jetzt wirklich sehr zügig herzustellen. Ich zeige euch mal alle nebeneinander, wenn sie denn alle ins Bild passen. Und genau, davon stelle ich jetzt noch ein paar weitere her. Und das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Macht's gut. Tschüss.